Hast du mitbekommen, dass es aktuell eine Ausstellung in Dortmund gibt, in die weiße Personen zeitweise nicht hinein dürfen? Ich war dort und tatsächlich steht das da schwarz auf weiß. Auf der Website heißt es, es sei ein safer Space für People of Color, um sich in einem geschützten Raum mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Doch wovor sollen sie eigentlich geschützt werden? Das Weißsein ist ja nicht das neutrale Außen von Rassismus, sondern der Kern von Rassismus. Und wenn du jetzt weiß bist, denkst du dir vielleicht Folgendes. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Aktivisten würden jetzt einwenden, dass Rassismus mehr ist als das, was ein Einzelner tut. Die Strukturen, in denen wir uns bewegen, die sind per se rassistisch geprägt. In diesem Video werde ich euch über einen Trend unserer Zeit erzählen, in der sich immer mehr Menschen als Opfer fühlen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. In letzter Zeit wird immer wieder über diesen Aktivismus diskutiert. Aber es gibt eine Sache, über die kaum gesprochen wird. Ich werde heute aus psychologischer Sicht zeigen, dass diese aktivistische Sichtweise nicht nur niemandem hilft, sondern selbst denjenigen schadet, dem man helfen möchte. Lange habe ich selber die Welt auf diese Weise betrachtet. Mit 17 Jahren begann ich mich in linken Kreisen zu engagieren, um mich für das Gute einzusetzen. Doch als ich anfing, mir die wissenschaftlichen Studien anzuschauen, stellte ich fest, dass alles viel komplizierter ist, als es oft dargestellt wird. Ich habe mich lange nicht getraut, meine Zweifel auszusprechen, bis dann Folgendes geschah. Weil das internalisierte Fettfeindlichkeit ist. In der 13-Fragen-Folge vom ZDF konnte man sehen, was viele kennen. Diese moralisierende und abwertende Art, wenn man etwas in Frage stellt. Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer. Das brachte mich dann dazu, zu recherchieren, wie das sein kann, dass eine Bewegung mit guten Absichten in eine Form abgleitet, in der offensichtliche Fakten geleugnet werden. Es ist so, es ist eine Koma. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch was anderes beweisen. Bei meiner Recherche bin ich dann auf etwas gestoßen, das man in der Psychologie Opfermentalität nennt. Und das schien zu passen. Umso schlimmer, dass du so redest. Aber ich habe doch jetzt gerade das versucht. Halt, ich verstehe das, aber ich möchte dich auch dafür sensibilisieren, gut, dass du selber, gut, wenn du heute an einer anderen Position bist, ein leuchtendes Beispiel sein solltest, wie man sich verhalten sollte. Sehr gut. Ich habe dann weiter recherchiert, ob auch in anderen Bewegungen gegen Scheinprobleme gekämpft wird und musste feststellen, dass die Behauptung, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen immer Ausdruck von Unterdrückung ist, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Das habe ich dann in einem Video erzählt, was einigen nicht gefallen hat. Beharrliche Drang, Frauen als Opfer betrachten zu wollen, erscheint mir nicht wirklich empowernd. Boah, ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr, wenn sich marginalisierte Gruppen hinstellen und sagen, hey, wir sind Opfer von Diskriminierung. Dann kommen solche blöden und stellen sich hin, ja, ihr stellt euch einfach als Opfer hin und das ist nicht so gut. Seid doch stark. Du dummes sorry, blödes. Ich will das hier nochmal klarstellen. Dieses Video wird nicht leugnen, dass es Gewalt und Diskriminierung gibt. Bei solchen Fällen ist es wichtig, Empathie zu zeigen. Es wäre aber falsch, daraus zu schließen, dass die ganze Gesellschaft unterdrückend ist. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, herauszufinden, warum immer mehr Personen sich ständig als Opfer fühlen. Und ich habe tatsächlich eine Antwort gefunden. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft zu sagen hat. Dann kam der unsensible Teil, der, glaube ich, auch so viel Emotionen getriggert hat, dass ich mir dann überlegen könnte, ob ich mir bis Freitag die Haare abschneiden möchte und dann spielen könnte. Mein Name ist Fania Malzahn, ich bin Singer-Songwriterin und von einem Konzert ausgeladen worden aufgrund meiner Dreadlocks. Das Tragen von Dreadlocks wird von einigen als diskriminierend empfunden. Rasta-Frisur, die Dreadlocks, die auch für viele Menschen einfach sehr viel bedeuten, für bestimmte Menschen auch ein religiöses Attribut tatsächlich haben. Und wir gehen ja auch mit anderen religiösen, sag ich mal, Ausdrucksweisen auch respektvoll um. Auch im Alltag vermutet man überall Rassismus. Wenn ich sage, ich heiße Suni, dann ist es immer erstmal was? Die meisten Leute fragen halt, wo ich herkomme. Wo kommen denn ihre Eltern denn her? Solche Aussagen werden als Mikroaggressionen bezeichnet. Aber sind sie wirklich so gravierend? Einige Forscher kritisieren, dass das Konzept der Mikroaggression viel zu schwammig ist. Laut dem Artikel, wo dieser Begriff eingeführt wurde, wäre auch das hier eine Mikroaggression. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es.
Basta. Denn zu sagen, dass es möglich ist, durch harte Arbeit erfolgreich sein zu können, impliziert, dass People of Color zu faul sind. Es gibt zwar Studien, die zeigen, dass Personen, die öfter Mikroaggressionen erleben, eine schlechtere mentale Gesundheit haben. Aber in einer Meta-Analyse konnte man zeigen, dass diese Korrelation eher schwach ist. Vielen scheint es also nichts auszumachen. Außerdem ist bei einer Korrelation nicht klar, in welche Richtung die Kausalität geht. Es könnte sein, dass Personen mit einer schlechteren mentalen Gesundheit eher auf solche Aussagen achten. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass dieser Zusammenhang teilweise mit negativer Emotionalität erklärt werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass es keine klaren rassistischen Beschimpfungen gibt. Und so auf dem Fußballplatz hört man schon mal das ein oder andere. Kennt man ja auch, Affenlaute, Klassiker, flüstern ihr scheiß Nigger ins Ohr oder so. Es geht mir nicht darum, so etwas in Frage zu stellen. Es erscheint mir nur wichtig, zu differenzieren. Nicht alle Aussagen, die irgendwie Stereotyp sind, müssen unbedingt als Abwertung gesehen werden. Bei Sexismus sehe ich das ähnlich. Ihr kennt vielleicht den Fall von James Damour. Er war Mitarbeiter bei Google und wurde gefeuert, weil er in einem internen Memo über biologische Geschlechterunterschiede geschrieben hat. Die Begründung für seine Entlassung war, dass er gefährliche Stereotype verbreitet. Aber ist das wirklich so gefährlich? Für Aktivisten sind solche Narrative die Ursache für Unterdrückung. Wir leben in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, dass Weißsein ganz oben in der Hierarchie gestellt ist. Weiße Menschen verfügen über diese Macht. Sie verfügen über die Macht in den Medien, in der Politik. In höheren Positionen findet man hauptsächlich weiße Männer. Die Annahme ist, dass sie quasi Joker bekommen, mit denen sie einen leichteren Zugang an begehrte Positionen haben. Aber ist das wirklich so? Wo ist in den DAX-Unternehmen die Frauen? Wo sind die Menschen mit Migrationshintergrund in den DAX-Unternehmen? Dass man die ungleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen nicht wirklich mit Diskriminierung erklären kann, habe ich hier schon ausführlich gezeigt. Wie sieht es aber aus bei Personen mit Migrationshintergrund? Die Studienlage ist dazu gemischt. Auf dem Arbeitsmarkt scheint es einen kleinen Effekt zu geben. Bei der Wohnungssuche lässt sich Diskriminierung klarer belegen. Die Effekte sind aber nicht so groß, als dass sie alle Unterschiede erklären könnten. Es gibt nämlich einen Fakt, der nicht ausgeblendet werden darf. Dass weiße Personen in höheren Positionen sind, liegt vor allem daran, dass sie bessere Bildung und bessere Qualifikationen haben. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass Kinder mit Migrationshintergrund eher Eltern haben mit einem geringeren sozioökonomischen Status. Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern einen höheren sozioökonomischen Status haben, sind etwa genauso oft in Gymnasien wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Ein relevanter Faktor scheint zu sein, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird. In einer PISA-Studie konnte man zeigen, dass Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, in ihrer Lesefähigkeit ein Jahr zurückliegen. Zu behaupten, dass eine Unterrepräsentation immer ein Zeichen von Unterdrückung ist, wäre zu einfach gedacht. Sichtbare Diversität, Fehlanzeige. Ich finde es auch wichtig, sensibel für Ungerechtigkeit zu sein, aber es ist auch wichtig, spezifisch zu sein. Sonst ist das wie ein Corona-Test, der immer positiv zeigt. Dass rassistische Verallgemeinerungen zu verurteilen sind, muss man mir nicht erklären. Aber pauschal die ganze Gesellschaft als rassistisch und sexistisch zu betrachten, erscheint mir genauso generalisierend. Und das ist relevant, weil man mit der falschen Analyse zu den falschen Lösungen kommt. Kernforderungen sind vor allen Dingen rassismuskritisches Training. In jeglichen Institutionen, in jeglichen Ausbildungen, aber vor allen Dingen in der Lehre. Es gibt Studien, die sich angeschaut haben, ob Diversitätstrainings hilfreich sind und tatsächlich findet man da keine klaren Effekte. Es gibt aber Hinweise, dass solche Maßnahmen auch schädlich sein können. In einigen Studien konnte man zeigen, dass Personen nach Diversitätstrainings eher verleitet sind, mehrdeutige Situationen als verletzend zu interpretieren. Und das muss eigentlich nicht sein. Also Sie werden gerne gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Und das mache ich dann an der Hautfarbe fest? Natürlich. Ich meine, das bedeutet, man hat Interesse an mich. Man ist neugierig. Das hat etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Wenn ich selbstbewusst bin, dann fühle ich mich nicht sofort angegriffen, wenn Sie mich nach meiner Herkunft fragen. Es ist halt ein Fakt, dass wenn man keine weiße Hautfarbe hat, man wahrscheinlich eine Migrationsgeschichte hat. Wenn Leute bei mir davon ausgehen, dass ich von woanders herkomme, muss mich das nicht unbedingt verunsichern. Trotzdem wird alles Mögliche als etwas Feindseliges geframed.
Das gilt nicht nur für die Hautfarbe. Internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist ja, auch zweitens weniger schön. Kannst du das verstehen? Lass uns einmal kurz dabei bleiben, bitte. Gut. Ich fände das auch schön, wenn es keine Schönheitsideale geben würde, aber es scheint in uns angelegt zu sein, auf Schönheit zu achten. Natürlich ändert sich das ein Stück weit, was genau als schön betrachtet wird. Aber dass wir auf Schönheit achten, lässt sich vermutlich nicht ändern. Was ich an dieser Sichtweise bedenklich finde, ist, dass sie ausblendet, was in der eigenen Hand liegt. Wir können nicht beeinflussen, mit welchen Karten wir geboren werden, wir können aber beeinflussen, wie wir damit spielen. Es ist möglich, glücklich zu sein, auch wenn es in der Gesellschaft ein Ideal gibt, dem man nicht komplett entspricht. Und das geht, indem man seine eigenen Annahmen in Frage stellt und erkennt, dass es zwischen Perfektion und Versagen etwas gibt, das gut genug ist. Es ist möglich aufzusteigen, indem man hart arbeitet. Egal in welcher Berufsgruppe man schaut, die Personen, die die Welt als einen negativen, gefährlichen Ort betrachten, sind weniger zufrieden und weniger erfolgreich. Vor allem, wenn man schlechte Karten hat, kann man sich so eine Opferrolle nicht leisten. In der kognitiven Verhaltenstherapie, was der Standard bei der Behandlung psychischer Probleme ist, versucht man Patienten zu befähigen, kritischer mit den eigenen Gedanken zu sein und sich Erfahrungen auszusetzen. Dieser Aktivismus rät genau zum Gegenteil. Es wird darauf appelliert, den eigenen Gefühlen blind zu vertrauen und alles mehrdeutiger als aggressiv zu interpretieren. Safer Spaces und Trigger Warnings sind kontraproduktiv. Etwas zu vermeiden ist keine Therapie von einem Trauma, sondern ein Symptom. Die Aktivistin Emilia Roack schreibt in ihrem Buch, dass es eine Form von Gaslighting ist, wenn Therapeuten sagen, dass man eine Situation auch anders interpretieren kann oder dass nicht alle weißen Personen gleich sind. Was hier gepusht wird, ist eine Sichtweise, die fragil und hilflos macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Gewalt und keine Diskriminierung gibt. Aber auch da ist eine Opferrolle nicht wirklich hilfreich. Wie ich meine Sprache wähle, ist doch was ziemlich Individuelles. Solange sie niemandem wehtut. Wenn man aber sagt, ich will aus Prinzip nicht gendern, dann schließe ich ja aktiv Leute aus. Es gibt keine Belege dafür, dass die Gendersprache die Welt gerechter macht oder Diskriminierung abbaut. Das könnt ihr hier in diesem Video nachschauen. Darüber hinaus ist es halt so, dass die Mehrheit der Bevölkerung, auch der Frauen, nicht gendern möchte. Oft wird dann gesagt, dass es ja jeder frei entscheiden kann. Das stimmt aber nicht. Es gibt immer mehr Universitäten, die es vorschreiben. Bei meiner Freundin zum Beispiel wurde es im Studium explizit vorausgesetzt, was ihr online nachlesen könnt, falls ihr mir das nicht glaubt. Eine 50-50-Frauenquote ist wichtig und richtig, weil das ja der Idealzustand wäre, den wir hier in unserer Gesellschaft anstreben. Es gibt keine klaren Belege dafür, dass eine 50-50-Quote die Welt gerechter macht oder zum Wohlbefinden beiträgt. In Brandenburg hat man versucht, per Gesetz eine Quote für Parteien festzulegen, was dann aber vom Brandenburger Verfassungsgericht gekippt wurde. Es kann ja auch Gründe geben, weshalb man nach Kompetenz diskriminieren möchte. Wenn man aber solche Maßnahmen in Frage stellt, wird man schnell als rechts oder als Gegner der Gleichberechtigung abgestempelt. Die Realität ist momentan, dass Männer unsere Welt regieren und sich dagegen zu stellen, ist meiner Meinung nach ein sich in den Weg stellen und ein Befürworten von sexistischen Machtstrukturen. Vor kurzem kam eine Doku vom Y-Kollektiv, die auf YouTube für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, weil sie kritische Stimmen zu Feminismus pauschal als rechts dargestellt hat. Alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich, ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Oft geht es dann nicht um Argumente, sondern darum, wer am meisten unterdrückt wird. Und da liegt die Deutungshoheit auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Es könnte sein, dass diese Moralisierung genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man beabsichtigt. Statt mehr Offenheit erzeugt man Reaktanz und Abwehr. In einer Studie konnte man zeigen, dass wenn man Männern vorwirft, dass sie Frauen diskriminieren, dass sie danach dazu neigen, zu behaupten, dass sie von Frauen diskriminiert werden. Umgekehrt ist es genauso. Also wenn man Frauen vorwirft, sie würden Männer diskriminieren, neigen sie danach dazu, zu betonen, dass sie von Männern diskriminiert werden. Wenn also eine Gruppe die Opferkarte spielt, zieht die andere oft nach. In der Forschung wird das Competitive Victimhood genannt. It's you! You're the one who caused all this! It's not you! You're the one who caused all this! I wouldn't have tried to fight racism with a pander stone if you hadn't written all those letters! I wouldn't have written all those letters if you haven't tried to fight racism with a fucking pander stone! Das ständige Hin und Her führt zum Teufelskreis,
mit dem niemandem wirklich geholfen wird. Bevor ich euch erzähle, wie es zu diesem Trend gekommen ist, muss ich euch meinen neuen Schreibtisch zeigen. Ich verbringe locker 100 Stunden daran, um für so ein Video zu recherchieren und es dann zu produzieren. Und das kann ganz schön auf den Rücken gehen. Deshalb bin ich froh über den Sponsor des heutigen Videos, und zwar FlexiSpot, die mir diesen höhenverstellbaren Schreibtisch geschickt haben. Damit kann ich mit einem einfachen Knopfdruck im Stehen arbeiten und dem Körper eine Abwechslung gönnen. In einer Meta-Analyse konnte man zeigen, dass solche höhenverstellbaren Schreibtische Rückenschmerzen reduzieren können. Dabei hat der Schreibtisch auch sehr praktische Funktionen. Beispielsweise merkt er sich meine bevorzugten Positionen. Den USB-Anschluss kann man sehr gut gebrauchen. Und der Motor ist auch echt leistungsstark. Du kannst dir auf der Seite von FlexiSpot deinen eigenen Schreibtisch nach deinen Bedürfnissen zusammenstellen. Bald ist auch Black Friday, wo es alle möglichen Rabatte gibt. Mit diesem Code bekommt ihr 10% Rabatt auf sämtliche Produkte. Alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Also, wie ist es zu diesem Opfertrend gekommen? Wenn man die Spuren zurückverfolgt, dann landet man früher oder später beim Poststrukturalismus. Das ist eine Philosophie mit Wurzeln aus Frankreich, die dann später auf politische Fragen angewandt wurden, sodass dann in den USA Fächer wie Gender Studies, Postcolonial Studies und Critical Race Theory entstanden sind. Im Kern lässt sich die Sichtweise auf zwei Annahmen zurückführen. Die erste ist, man kann nichts objektiv wissen. Was du gesagt hast, es ist ein Fakt, das würde ich einfach anfechten. Aber mein Punkt ist einfach zu sagen, die Narrative, die du aufmachst. Die zweite ist, alles ist ein System von Macht und Unterdrückung. Es geht um das System, um das Machtsystem, was dahinter ist. Das Problem an dieser Sichtweise ist, wenn angefangen wird, die Realität zu leugnen. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat. Mhm. Aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Wir können uns mit Wissenschaft der Wahrheit annähern. Wir wissen zum Beispiel, dass mehr als 99% der Menschen mit männlichen Geschlechtsorganen sich auch als männlich fühlt. Darüber hinaus wissen wir mit Studien, dass diese Personen mehr Testosteron haben, was wiederum mit Präferenzen zusammenhängt. Zum Beispiel interessieren sich Männer im Vergleich zu Frauen eher für Dinge statt Soziales. Die Leugnung der Realität und die Betonung der Machtstrukturen führt dazu, dass in mehrdeutigen Situationen eine Unterdrückung vermutet wird, was zu einer Opfermentalität verleitet. In der Forschung bezeichnet man diese Tendenz zur Opferrolle als ein anhaltendes Gefühl, dass das Selbst ein Opfer ist, welches über viele Arten von Beziehungen generalisiert wird. Das soziale Leben ist voll von uneindeutigen Situationen. Die Frage ist, wie interpretierst du diese Situation? Aus aktivistischer Sicht erscheint alles wie Gewalt. Ich möchte mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die mich tot sehen wollen. Sich die ganze Zeit mit Ungerechtigkeit zu beschäftigen und auf das Negative fokussiert zu sein, kann auch sehr belastend sein. Der Fox-Eyes-Trend ist ja gerade sehr prominent und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße Menschen sich diese Augenform, meine Augenform einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ein Opfer zu sein, ist ja nichts Schönes. Wie kommt es also, dass immer mehr Personen so eine Opferrolle zu ihrer Identität machen? Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Opferrolle auch Vorteile hat. Evolutionär sind wir so gemacht, dass wir Empathie mit dem Leid anderer Menschen haben und gerne helfen. In einer Studie hat man Probanden eine Anzeige von GoFundMe gezeigt, in der eine junge Frau Geld für ihr Studium sammelt. Der Beschreibungstext wurde manipuliert und es stellte sich heraus, dass Probanden mehr Geld spenden würden, wenn in der Beschreibung, was von einer schwierigen Kindheit steht, im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, wo das nicht drin stand. Man bekommt also mehr Unterstützung, wenn man sich als Opfer präsentiert. Man weiß außerdem, dass Opfer als moralisch reiner betrachtet werden, weswegen ihre Fehler eher übersehen werden. Das könnte dann Anreize setzen, seine eigenen Schwierigkeiten hervorzuheben. Tatsächlich kann man in einem Experiment zeigen, dass Personen, die ihre Opferrolle öfter betonen, in einem Experiment, wo man Geld gewinnen kann, eher schummeln und lügen. Es handelt sich hierbei um eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, die mit Narzissmus zusammenhängt. Solche Personen neigen dazu, in mehrdeutigen Situationen eher Unterdrückung zu vermuten und fühlen sich berechtigt, anderen Leuten Leid zuzufügen, was diese Moralisierung erklären kann. Du dummes sorry, blödes. Das hier soll kein Video sein, um sich aufzuregen oder sich als Opfer einer linken Agenda zu betrachten.
Denn das führt nur zu einem endlosen Teufelskreis. Im Gegenteil, dieses Video soll ermutigen, euer Leben in die eigene Hand zu nehmen. Es gibt Wege, in dieser Gesellschaft glücklich zu werden. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Gesellschaft fairer zu gestalten. Wie genau das geht, schreibe ich aktuell in einem Buch mit dem Titel Gefangen in der Opferrolle. Darin schreibe ich über kontroverse Fakten, über die wenig gesprochen wird, die uns aber befähigen, ein besseres Leben zu führen. Ihr könnt das Buch bereits vorbestellen und damit unterstützt ihr, dass wissenschaftliche Stimmen mehr Aufmerksamkeit bekommen, sodass nicht nur aktivistische Bücher in den Bestsellerlisten landen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Einer dieser kontroversen Fakten dreht sich um die Debatte um Transition bei Kindern. Auch hier habe ich den Eindruck, dass in einigen Fällen durch Überbehütung an Schaden angerichtet wird. Schaut hier rein, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt.